Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Car Driving. Heute mal mit einer weiteren Mod und zwar dem BMW X6M. Und das ist der neue, der X86 heißt da, glaube ich. Der auf jeden Fall hier im Spiel etwas, na, ich sag mal, gestaucht aussieht. So, der müsste eigentlich etwas breiter sein. Ich glaube, da hat der Modder ein bisschen verkackt und die Größenordnungen nicht richtig ins Spiel gebracht. Aber okay, dafür ist er von innen recht schön und hat richtig viel Bums. Das gucken wir uns aber gleich an. Wir gucken uns hier mal eben um. Sind natürlich in der Version 1.4 unterwegs, müsste es sein. Wenn es da ein Update gibt, müsst ihr mir mal Bescheid sagen. Ich bin nicht so oft auf der Seite unterwegs, aber da kann schon mal sein, dass ich das verschlafe. Aber Cockpit ist da hier auf jeden Fall. Alles schön, alles toll. Wir sind wieder auf der Autobahn. Wir drücken mal wieder Start. Wir lösen die Handbremse und schnallen uns an. Und dann haben wir es hier mit einem Automatikgetriebe zu tun. Ach ja, wie ging das denn nochmal? Hier so, glaube ich, ne? Genau, einfach auf D stellen, Bremse lösen und schon kann man hier rollen, ohne dass man Gas gibt. Und jetzt geben wir aber Vollgas mal direkt. Und dann geht's hier nämlich ab. Wir sitzen etwas im Sitz, wie man sieht. Und der Golf hat ja wohl mal ein bisschen den Arsch offen, wie man sieht. Ich glaube, es hackt. Was ist das hier übrigens auch eben im Display? Was steht denn da so? Ah, wir fahren in die Sonnensteinstraße in Aachen. In Nordrhein-Westfalen. Oh, muss hier ein bisschen aufpassen. 22 Meter, das kann man also einstellen. Naja, nicht wirklich viel. Okay, schade. Aber gut, wir machen es wie immer. Eine kleine Probefahrt. Dann gehen wir ein bisschen auf Highspeed-Jagd. Weil diese 575 PS, die hier drin stecken, die möchten natürlich auch erstmal ein bisschen raus. Und wenn wir dann noch Sprit im Benzin haben, machen wir noch die Stadt ein bisschen unsicher. Sprit im Benzin. Wenn wir dann noch. Wenn wir dann noch den Tiger im Tank haben, dann machen wir die Stadt vielleicht unsicher. Müssen wir eben die Polizei überholen. Sehr gut. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Beschleunigung hier erwartet. Oh, wir müssen etwas aufpassen. Ich habe den Verkehr hier wieder höher gestellt. Nachdem wir in der letzten Folge den Bugatti bewegt haben, haben wir uns hier jetzt mal dazu entschieden, nicht die Straßen wieder leer zu mieten, sondern das alles im Verkehr stattfinden zu lassen. Und da hatten wir Kontakt mit einem Opel Forester oder wie die Dinger heißen. Kommen wir hier überhaupt noch weg? Warte mal, ich versuche mal eben Rückwärtsgang. Da wurden wir jetzt gerade gerammt. Runtergestoßen. Nee, hat leider nichts geholfen. Ach, entschuldigen Sie. Könnten Sie mal eben kurz am Außenspiegel ein bisschen ziehen? Bisschen kräftig? Nein, okay, mal natürlich nicht. Wir starten hier neu und fetzen direkt mal in die andere Richtung, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Bremse drücken. So, und dann geht's hier wieder ab. Ich hoffe, hier kommt keiner. Ich hoffe, hier kommt keiner. Boah! Ja, Hoffnung leider im Sack, leider nicht erfüllt worden. Jetzt kommt hinter uns aber einer, müssen wir mal schnell Gas geben. Alto Belli, das ja, hätte man erwarten können vielleicht, wenn auf der Autobahn, ist nicht gut, ist nicht empfehlenswert. Sollte man vielleicht sich überlegen, das sein zu lassen. So, jetzt fahren wir hier aber, glaube ich, Richtung Landstraße, ne? Hier wird's zu eng. Ja, genau. Habt ihr das gesehen? Ich war ein bisschen auf der Bremse und schon macht er hier so Faxen. Ja, aber ihr kennt's ja von den Mods hier. Vielleicht auch gar nicht anders von City Car Driving, die man so aus dem offiziellen Forum kriegt. Ich weiß gar nicht, die 3D-Modelle sind vielleicht sogar geklaut, höchstwahrscheinlich. Und die Fahrphysik ist auch nicht wirklich Bombe. Generell City Car Driving ja eh kein Fahrsimulator, wenn du so willst. Schon ein Verkehrssimulator. Das ist vielleicht, glaube ich, der richtige Ausdruck. Aber kein richtiger Fahrsimulator. Wenn du also dieses Spiel haben willst, um für die Fahrschule zu üben, macht's nur Sinn, wenn du dir vielleicht das Fahren im Verkehr beibringen willst. Aber du kriegst keine Fahrpraxis in dem Sinne, dass du das Einkuppeln lernst, das Schalten oder Blinken oder Lenken oder das Gefühl fürs Fahrzeug kriegst. Also das macht keinen Sinn, wenn man das mit diesem Spiel machen wollen würde. Aber wer mal einen Stausimulator haben möchte, kann man auch hier sehr schön im Stau stehen. Die Karriere, die man durchzocken kann, macht eigentlich recht Laune. Obwohl die Fehler, die man dann macht, nicht so ganz definierbar sind. Was ein bisschen nervig ist, das habt ihr schon gesehen. Vielleicht gucke ich da auch bald mal wieder rein. Aber ansonsten können wir hier irgendwo, können wir uns da noch vordrängen. Wie gemein! Entschuldigung, ich darf das. Ich fahre den neuen X6M, ja? Also bitte, du mit deiner alt verstaubten G-Klasse. Wir haben ja übrigens 575 PS. Ich denke doch mal aus dem V8 Tri-Turbo, der im M5 drin ist. Oder ist das nur ein Biturbo? Hat er nicht sogar drei Turbolader? Bin mir nicht sicher. Vielleicht auch nur ein Biturbo. Nur in Anführungszeichen natürlich. Aber halt ein 5 Liter V8. Boah, ich weiß wieder alles hier. Ist ja schrecklich. 575 PS auf jeden Fall. Ich bin ja der Meinung, dass man in solchen fetten Karren so viel Leistung braucht, weil die einfach nicht aus dem Arsch kommen. Aber ich bin der Meinung, dass man solche fetten Karren nicht braucht eigentlich. Aber gut, das ist natürlich die Frage der actiongeladenen Autoindustrie. Ich habe hier einfach mal irgendwelche Lieder reingeschmissen und deswegen kommt da vielleicht auch jetzt mal was Actionreiches, wo ich eigentlich jetzt hier mit 380 durch die Gegend fahren müsste, um kurz vorm Zebrastreifen noch bremsen zu können. Aber gut,
Kannst du nix, ne? Da ist mal Action in der Lala, in der Muse und dann sitzt sie im Auto. Wir können ja actionreich unser Display angucken. Boah. Was für eine Action. Was ist denn hier jetzt eigentlich los? Da, jetzt, am Start. Ja, okay, Moment. Wir müssen mal eben in den Rückwärtsgang. So, die G-Klasse hinter uns hält das aus. Jetzt wieder in Drive und jetzt Gas. Jawohl. Nein, komm. 575 PS, jawohl. So, geht doch. Man muss nur ein bisschen schreien, ein bisschen rumcholerisieren und dann ist das alles okay. Da-da-da-da-da. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen richtigen Highspeed-Test gemacht. Ich glaube, die Karre war ja eh nicht so schnell und der Verkehr ist auch vielleicht eh ein bisschen hoch. Ich mache ja mit manchen Fahrzeugen immer noch so einen Drifter-Test hier im Kreisverkehr. Aber das können wir damit, glaube ich, auch knicken. Ist aber doch schön wendig von der Lenkung hier auf jeden Fall. Ja, ich meine, er ist natürlich im echten Leben Allrad angetrieben. Deswegen wird er ohne Schnee und Eis nicht quer gehen. Boah, hier ist er aber stark am Untersteuern. Ja, aber ich glaube, quer kriegen wir auf keinen Fall. Das ist übrigens, das ist der Sitz, den wir so leicht sehen, ne? Seht ihr das? Jetzt ist er weg, glaube ich. Der schimmert hier ab und zu mal so ein bisschen durch. Ja, wie sieht's denn aus? Kommen wir hier noch auf die... Guck mal, mit so einem breiten Auto. Ich glaube, wir kommen direkt wieder auf die Autobahn. Dann machen wir nämlich doch mal noch einen kleinen Geschwindigkeitstest, weil viel mehr geht hier auch gar nicht in der Karre. Wir können nicht driften. Wir könnten vielleicht einparken üben, weil die so fett ist. Jetzt sind wir, glaube ich, auf der Landstraße. Nee, ist doch die Autobahn. Richtig. Gar kein Thema. Das ist so toll. Die Fahrerflucht, die man hier macht, die hat gar keine Konsequenz. Aber ich glaube, jetzt wäre langsam Zeit zu tanken. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass der Modder, wenn ihr mal ins Cockpit guckt, unten links eine realistische Tankanzeige mit eingebaut hat. Ja, die immer auf E steht. Immer auf leer. Polizei, mein Freund und Helfer. Entschuldigen Sie. Gehen Sie vielleicht von meinem Auto runter? Sie Vectra B? Ich glaube, es hackt. Kann man nicht angehen. Aber irgendwie kann man auch mit der Geschwindigkeit hier nicht angehen. Es ist ein bisschen lahm. Es ist ein bisschen lahm. Ich glaube, da ist der echte sogar schneller. Ich meine, 575 PS sind nicht wenig, ja? Sei du fährst einen LKW. Aber selbst in so einem 2,5 Tonner wie der X6M geht das schon gut nach vorne, glaube ich. Boah, und hier wieder verkackt. Ja, ich glaube, da geht nicht wirklich viel. Schönes Modell, wenn ihr euch fragt, wo ich die her habe, immer mal schön ins offizielle Citycar Driving Forum gucken. Da sind Modder aktiv, die dann immer Fahrzeugmodelle, sag ich mal, ins Spiel bringen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Manche sind bestimmt geklaut und so weiter und das unterstütze ich ja eigentlich nicht. Allerdings hat der Spielehersteller da auch keine gesonderte und distanzierte Position zu. Deswegen denke ich mir, ja komm, sind die Mods, die sind da im offiziellen Forum, zeigen wir die doch einfach mal. Und... deswegen seht ihr hier diese Videos. Ja, ich versuche mal für die nächste Folge wieder mal ein bisschen was mit Action zu kriegen, was entweder schnell ist oder was driftmäßig ist. Da habe ich mal wieder richtig Bock drauf. Ansonsten verfluche ich die Fahrzeuge, die hier sonst noch so am Verkehr teilnehmen. Ich sage danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge und wir sehen uns. Bis dahin.